Ja, und das mit Nera, gerade eben steht im normalen Tagebuch, nicht im Questlog. Seht ihr, hier sehen die Steine wieder viel natürlicher aus. Alles. Nicht so komisch wie in der Enklave. Also wenn ich es mir so ansehe, passt der Stein hier viel besser in die Umgebung, als er es in der Enklave getan hat. Argein, euer Eisen oder Leben? Nein, euer Eisen und euer Leben. Das klingt ja schon besser. Was wollt ihr mit unserem Eisen? Unsere ist nicht gut. Zerbrechen wie Elfenknochen, machen Clan zum Gespött. Haha, guter Witz. Schnell umbringen, keine Schmerzen. Nehmen nur Eisen. Halboge. Auch interessant. Geld, Geld. Worum geht es diesmal? Einer hatte einen Räuber-Skype, also einen Räuber. Aha. Zwei Hände. Ja, mein Schatz. Ja? Können wir den so identifizieren? Zwei Hände plus eins. Ja. Der kann verkauft werden. Wie kann ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ich frage mich echt, ob man in der Enhanced Edition irgendwo einen Munitionsbeutel kaufen könnte. Und man merkt, wir sind in der Nähe der Feuerweinbrücke. Koboldkommando. So, die kann keine Feuerpfeile identifizieren, dann mache ich das für sie. Worum geht ihr braucht? Nur zu fragen. Und ja, ich bin jetzt gerade eigentlich von meinem eigentlichen Weg abgeschwiffen. So. Gut. Oh. Ihr müsst bezahlen, wenn ihr hier durch wollt, Freunde. Und zwar rein zufällig mit eurem Leben. Wollt ihr euch von ihm trennen? Nehmt mir das Leben, wenn ihr wollt. Aber ich warne euch jetzt. Eine Bewegung und euer eigenes ist verwirkt. Bitte, mein Geld dürft ihr nehmen, aber das Leben ist heilig. Nehmen wir mal das erste. Lasst unser Spielchen beginnen, Feuerkameraden. Auf dass wir uns an ihrer Dummheit bereichern. Lasst sie uns ordentlich verdreschen. Oder vielleicht frostigen Tod. Was ist es diesmal? Ja. Es soll noch weitaus blutiger werden, als ihr euch vorstellt. Billy, Dribben und der andere Typ da, dessen Namen ich jetzt nicht versuche auszusprechen. Nicht helfen. So. Ihr braucht nur zu fragen. Wieder hübsches Zeug. Oh, noch mehr Räuberskalpe. Räuberskalp, Geld. Ich fühle mich so sinnlich. So. Jetzt hat sie wieder ein Stack Pfeile mehr. Können wir mal warten, dass sie ihn packen. Wie ihr wünscht. Also ja, hier sind so viele Räuberbanden unterwegs.
Das ist ja nicht mehr schön. Ansonsten ist das egal. Sie laufen uns einfach vor die Armbrust und wir knallen sie ab. Okay, hier geht's runter in irgendwelches andere Gefilde. Schon wieder Ogrelons. Was? Ihr braucht nur zu fragen. Oh, und ein Stufenaufstieg für mich. Das nehme ich mal schön. Praktisch. Oh, wir haben schon 20.000 Erfahrungspunkte. Stufenerhöhung. Ein zusätzlicher Zauber des zweiten Grades und 8 Trefferpunkte. Und 10 Sagenkunde. Yay. Wie kann ich helfen? Wie ihr wünscht. Und noch mehr Ogrelons. Sänger der Nacht, gebt mir Kraft. Worum geht es diesmal? So, und auch ein Stufenaufstieg für Dawn. Ja, mein Schatz. Sprecht und verschwindet. Der wird jetzt Stufe 5. Seine Rettungswürfe ordentlich reduziert. Ja. Ja? Ihr braucht nur zu fragen. So, eigentlich egal, wo wir rausgehen, müssten wir alle Gebiete drumherum schon kennen. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Ja. Ihr braucht nur zu fragen. Ogrelons müssen echt eine harte Keule haben, ey. Ihr habt geläutet? Wie kann ich helfen? Aha. Okay, den Zauber konnten wir nicht lernen. Worum geht es diesmal? Ihr braucht nur zu fragen. Ja? Habe ich noch eine Heilung? Eine habe ich noch. Nur zu tragen. So. Das wird kein schneller Tod. Alles wegen des lieben Geldes. So, der Schrecken, das sind Schreckenswölfe. Hat Gefallen an Safana gefunden. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. So, ich hoffe mal, wir begegnen jetzt nichts mehr wirklich Bösem hier. Was macht der Typ hier? Ja, Kumpel? Keine Zeit, mit Infos unterwegs nach Ammo vom Unglück zu berichten. Immer mehr Überfälle durch Räuber, das Eisenerz wird weniger und alle regen sich über die Waffenknappheit auf. Ich bin auf dem Weg nach Ammo. Warum finden wir immer in der Wildnis irgendwelche random Boten? Sollten die nicht eher auf der Straße bleiben, wenn sie irgendwohin auf dem Weg sind, ganz dringend? Oder musste der unterwegs strullern und hat hier reingestrullert? Fress brennenden oder vielleicht frostigen
alles gegen das Leben. Ja, wie ihr wünscht. So, eine verlassene Hütte, oder der hat da drin geschlafen? Oh, warte. Du musst mir helfen, die Xwarte haben es wieder auf meine Kühe abgesehen. Das ist eine ziemlich zähe Kuh und sie ist tot. Und ein Level up für Safana. Was ist es diesmal? Ich fühle mich so sinnlich. So. 5 Punkte in Schlösser öffnen. Dann gehen wir 10 jeweils hier rein, dass sie sich ein bisschen verstecken kann. Und fertig. Wie kann ich ihr brauchen? Nur zu fragen. Verflixt Zirge, jetzt haben sie schon wieder eine Kuh getötet. Aber diesmal können sie wenigstens nicht das Fleisch wegtragen. Ja, danke, dass ihr es versucht habt. Es scheint, als würden die Xwarte regelmäßig Hauptzüge auf die Pimischelle rings um Naschke verüben. Sie müssen dort in der Nähe ein Lager haben. Ich kann aber nicht mit Sicherheit sagen, wo genau es sich befindet. Wo ihr braucht, nur zu fragen. Ja, das Xwartdorf habe ich ja schon, mich drum gekümmert. Eigentlich. So, das war diese Map. Das heißt, wir reisen erstmal nach Naschke. Feinde haben ihnen aufgelauert. Sie müssen sich verteidigen. Ich höre zu. Fürs Erste. Was hat Dorn da gerade benutzt? Gesundheit absorbieren. Stimmt eigentlich, ich müsste mal nach der ihrer Skript gucken. Ich glaube bei dir auch. Wir jetzt ohne Bubschweife nach Naschke. Wie ihr Danke. Wünscht. Können wir erstmal wieder Zeug im Laden verkaufen. Und Winterwolfpelze abgeben. Also irgendwie fehlen hier Häuser, muss ich sagen. Weil es sind gerade mal 3 kleine Bauernhäuser und ein Herrenhaus und der Rest ist eine Garnison, Tempel. Also wenn ich hier irgendwo drumherum noch Häuser sind, die wir einfach nicht sehen, weil sie nicht auf die Map gehören.
ist das hier sehr fragwürdig. Ich werde mich im Handumdrehen darum kümmern. Die Geschäfte laufen schlecht.